Als Jaguar vor rund 4 Jahren den F-Type vorgestellt hat, habe ich mich sehr schnell ins Auto verliebt. Ein Grund dafür ist das schlichte Design des Wagens, denn ich finde, das ist nach wie vor einer der schönsten Sportwagen auf dem Markt. Mittlerweile gibt es das Fahrzeug nicht nur offen, sondern auch als Coupé und, so wie er hier steht, auch als sogenannte SVR-Version. Das ist die absolute Top-Version, 575 PS aus einem V8. Wie er sich fährt, schauen wir uns jetzt an. Für den Jaguar F-Type gibt es mittlerweile sogar einen Vierzylinder. Der liefert jedoch nur 300 PS. Dann gibt es die Sechszylindermotoren, die liefern zwischen 340 bis rauf zu 400 PS. Und dann gibt es die großen Triebwerke, die V8. Und die liefern Minimum 550 PS. Das hier jedoch ist ein vollkommen anderes Modell. Unser F-Type SVR hat einen Motor mit 575 PS und 700 Newtonmetern Drehmoment. Die Topgeschwindigkeit ist bei 322 Stundenkilometern erreicht. Wer jedoch zum Beispiel aus ästhetischen Gründen auf den Spoiler verzichten will, der darf nur 300 fahren. Der F-Type SVR hat serienmäßig eine sogenannte 8-Gang-Speedshift-Automatik an Bord. Die kann ich hier schön über die Pedals am Lenkrad schalten. Da muss man ganz ehrlich sagen, die funktioniert gut mit dem Auto. Die hat nämlich den Vorteil, ich kann mit einem sanften Gasfuß sehr gemütlich fahren. Ich kann aber auch sagen, ich schalte auf S, ich schalte auf Performance und ich habe einfach mal ein bisschen Spaß. Der SVR soll in nur 3,7 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigen. Das ist, wie ich finde, ziemlich flott. Na gut, wir haben hier 700 Newtonmeter und 575 PS an Bord. Aber was mich einfach interessiert ist, schafft er das denn auch, wenn ich im Auto sitze? Und vor allen Dingen will ich wissen, wie fühlt sich das Ganze eigentlich an? Und das probieren wir jetzt einfach mal aus. Also erst Vollgas und los. 50, 70, 90, 100. Schon ganz schön schnell. Das Platzangebot hier im F-Type ist für einen super Sportwagen, wie ich finde, völlig okay. Ich bin sehr groß, ich passe hier gerade eben so rein, aber ich sitze auch wirklich gut im Auto. Mir macht es Spaß, den Wagen zu fahren. So ein bisschen Enge ist gar nicht schlecht. Da fühlt man sich irgendwie gut aufgehoben. Wenn ich über Supersportwagen berichte, dann spreche ich normalerweise nicht vom Kofferraumvolumen, aber ich denke, bei dem F-Type Coupé lohnt sich der Blick trotzdem. Wir haben hier nämlich stattliche 310 Liter. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Aber wenn ich hier diese Klappe öffne, dann wächst das Kofferraumvolumen an auf 408 Liter. Und ich denke, das ist für einen Supersportwagen schon mal erwähnenswert. Im Innenraum hier im F-Type SVR finden wir wirklich feine Materialien. Hier ist viel Leder dabei, viele sehr hochwertig wirkende Oberflächen und das Auto macht insgesamt einen super Eindruck. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass man im F-Type einfach sehr tief im Auto sitzt und dass so ein bisschen Jet-Gefühl aufkommt, so ein bisschen richtige Cockpit-Atmosphäre. Macht einfach nur Spaß. Der Wagen fährt sich wirklich großartig, hat immer mehr als ausreichend Leistung, liegt vernünftig auf der Straße und ja, es mag sein, dass es noch schnellere Autos gibt, die noch besser liegen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei diesem Auto ist es immer so ein bisschen so, dass nicht ich das Auto an seine Grenzen bringe, sondern das Auto mich an meine und ich denke, da ist noch viel Luft nach oben. Das war unser Test mit dem neuen Jaguar F-Type SVR, dem aktuellen Spitzenmodell der F-Type-Baureihe.
575 PS, 700 Newtonmeter, also Power satt. Und dennoch muss ich sagen, die Optik des normalen F-Type gefällt mir ein bisschen besser, denn ich mag einfach diese schlichte Eleganz der Modellreihe. Wer jedoch richtig viel Power will und Spaß an so einem Auto hat und es sich leisten kann, denn unser F-Type hier liegt bei etwas über 160.000 Euro, der sollte es in jedem Fall mal ausprobieren.